bin auf der Suche nach dem Outdoor-Haferflocken-Kekspilz. Der ist sehr, sehr selten, sehr schmackhaft und sehr begehrt. Ich glaube, gerade hier habe ich ein Exemplar gefunden. Ihr seht, der dünne, schlanke Stiel, oben an der Hutkappe eindeutige Fraßspuren, vielleicht von einem Spaziergänger, Förster oder einem anderen Bushcrafter. Das passiert sehr selten, denn normalerweise wird der Kekspilz komplett gegessen. Scheinbar wurde der Betreffende bei der Nahrungsaufnahme gestört. Es ist ja eine unheimlich schöne Sache, draußen im Wald einen guten Schluck Kaffee oder Tee zu trinken. Noch schöner ist es allerdings, wenn man zum Beispiel einen Keks dazu hat. Ich habe hier diese leckeren Haferflockenkekse gebacken und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, ich zeige euch jetzt als erstes mal, was ihr alles braucht, um diese leckeren Kekse zu backen. Als erstes braucht ihr Haferflocken, 200 Gramm. Ich nehme hier immer diese blütenzarten Flocken, die führen zu einem ganz guten Ergebnis. Als nächstes braucht ihr Zucker, ihr könnt auch normalen Zucker nehmen. Ich nehme dazu immer Rohrzucker und zwar 160 Gramm. Um das Ganze noch etwas leckerer zu machen, nehme ich diese Bananenchips. Die werden vorher klein gemixt im Mixer und davon nehme ich 60 Gramm. Dann braucht ihr von der Butter 200 Gramm, ein ganzes Päckchen Backpulver, ein Ei und ihr braucht noch 100 Gramm normales Mehl. Ich nehme dazu normales Weizenmehl Typ 405. Als allererstes verrühre ich jetzt die 200 Gramm zimmerwarme Butter mit den 160 Gramm Rohrzucker. Direkt jetzt rühre ich auch gleich die Bananenchips unter. Als nächstes geben wir jetzt das Ei, die Haferflocken und das Mehl hinzu. Ein Ei, die Haferflocken. Das Mehl. Und natürlich noch das Backpulver. Ein ganzes Päckchen. Und das Ganze wieder gut verrühren. Wenn ihr den Teig jetzt auf einem Brett ausrollen wollt und irgendwelche Formen ausstechen wollt, dann könnt ihr den Teig jetzt genau so lassen. Ich werde die Kekse hernach mit den Händen formen und gebe deshalb immer noch einen kleinen Schuss Milch hinzu, um einen etwas geschmeidigeren Teig zu erhalten. So in etwa. Und nochmal gut verrühren. Bevor es nun weitergeht, solltet ihr unbedingt zwei Dinge tun. Zum einen den Backofen vorheizen, und zwar 200 Grad oder Umluft 180 Grad. Und ein Blech mit einem Backpapier belegen, auf das ihr dann die Kekse legen könnt. Was ich zusätzlich noch mache, ist, ich versehe meine Hände jetzt mit Handschuhen, weil aufgrund des hohen Fettanteils ist es eigentlich eine riesige Sauerei, diese Kekse zu machen und ich mache es einfach lieber mit Handschuhen. Also, was jetzt als nächstes passiert, ihr seht schon, wenn man den Teig jetzt hier einmal so zusammen macht, gerade aufgrund dessen, dass ich noch Flüssigkeit in Form von Milch zugegeben habe, ist es eine ziemliche pumpige Angelegenheit, ist aber völlig in Ordnung so. Ich nehme jetzt immer so kleine Teilchen raus, je nachdem, wie groß ihr jetzt die Kekse haben wollt. Mach kleine Kügelchen raus, so mit einem Durchmesser von circa 3 cm und drück die dann schon mal platt. Die gehen hernach selbst noch mal ein bisschen auseinander, aber nicht komplett. Und diese Kekse legt ihr dann einfach, diese fertigen Kekse legt ihr dann einfach auf euer Backblech. Eins ist noch ganz wichtig, lasst auf dem Backblech zwischen den einzelnen Keksen etwas Abstand,
weil die ja, wie gesagt, hernach noch etwas auseinander gehen, damit die nicht komplett zusammen. Wenn ihr jetzt euer Blech voll gemacht habt, dann einfach ab damit in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für 10 bis 12 Minuten oder Umluft 180 Grad ebenso 10 bis 12 Minuten. Schaut einfach, wenn die Kekse so eine schöne hellbraune Farbe kriegen, dass die Ränder nicht zu dunkel werden, weil die Ränder meistens ein bisschen dünn sind, dann sind die fertig, dann könnt ihr sie rausnehmen. Was ihr hier nun seht, ist das Ergebnis. Und ihr seht auch, die Kekse sind relativ groß geworden, durchs Backpulver natürlich. Das heißt, bei einem Kügelchengröße von circa 2,5-3 cm kommt ihr auf Kekse mit einem Durchmesser von zwischen 8-9 cm. Wenn ihr also kleinere Kekse wollt, dann ist es durchaus sinnvoll, kleinere Kügelchen zu machen. Das Originalrezept für diese Kekse habe ich aus chefkoch.de, ich habe es ein bisschen verändert. Den Link für dieses Rezept findet ihr unterhalb des Videos. Wie lange die Kekse draußen haltbar sind, darüber kann ich euch nicht sagen, weil die bei mir noch nie länger als 5 Tage gehalten haben. Man kann sie aber gut in einem Ziploc-Beutel mitnehmen und ich denke, eine Woche draußen ist völlig in Ordnung, die Kekse dabei zu haben. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die überhaupt so alt werden. Ihr könnt statt der Bananenchips, die ich hier reingemacht habe, auch einfach 250 Gramm Haferflocken nehmen, statt der 200 Gramm, die ich jetzt genommen habe. Ihr könnt natürlich auch kleine Schokotröpfchen mit einbauen oder alles, wonach ihr Lust habt. Einfach ausprobieren. Die Kekse sind wirklich wahnsinnig einfach herzustellen, wie ihr gesehen habt, und schmecken super lecker. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch ganz viel Freude und Spaß beim Ausprobieren. Bis demnächst. Tschüss.